Willkommen zu meinem Talk Frag den Staat für HackerInnen. Zuerst mal, was ist überhaupt Frag den Staat? Frag den Staat ist ein vierteiliges Projekt. Zum einen ist es eine Online-Plattform unter fragdenstaat.de. Dort kann man Anfragen nach Informationsfreiheitsgesetz stellen. Dieses Informationsfreiheitsgesetz oder kurz IFG erlaubt es jedem Menschen, amtliche Dokumente anzufragen. Das können zum Beispiel Baupläne, interne Protokolle oder Verträge sein. Über Frag den Staat kann man solche Anfragen stellen und auch schon gestellte Anfragen finden, da die allermeisten Anfragen auf Frag den Staat öffentlich verfügbar sind. Zudem machen wir viele Kampagnen, um das Informationsfreiheitsgesetz zu promoten, damit mehr Menschen ihr Recht auf Informationen nutzen und bieten mit den Kampagnen auch einen einfachen Einstieg, wenn man noch keine Anfrage vorher gestellt hat. Und zudem erhöhen wir durch die hohe Anzahl der Anfragen durch die Kampagnen auch den Druck auf Behörden, von sich aus Informationen zu veröffentlichen und nicht nur auf Anfrage. Außerdem verklagen wir regelmäßig Behörden, wenn diese die Auskunft verweigern, und machen einige Recherchen auf Basis von IFG-Anfragen. Frag den Staat ist für HackerInnen besonders interessant, da es einen großen Zugang zu vielen politisch relevanten offenen Daten liefert. Zum einen gibt es da die Daten von Frag den Staat selbst. Das sind hauptsächlich die Behördendaten. Wir haben mittlerweile über 40.000 Behörden in der Datenbank, die per API abgefragt werden können. Hier sieht man jetzt beispielsweise den Behörden-Endpoint. Darüber erhält man dann Informationen wie zum Beispiel Name, Webseite, E-Mail-Adresse, die Anzahl der Anfragen an die Behörde. Und hier unten sind jetzt noch drei weitere Endpoints, zum Beispiel die Jurisdiction, also das Rechtsgebiet, das ist insofern relevant, da das IFG Ländersache ist. Das heißt, zum Beispiel das Bundesverkehrsministerium unterliegt dem Bundes-IFG, während die Berliner Polizei dem Berliner IFG unterliegt. Über den Jurisdiction-Endpoint erhält man dann zum Beispiel Bund oder Baden-Württemberg und kann mit den IDs dann die Behörden danach filtern. Also es ist eine relativ standardmäßige REST-API. Das Fraunhofer-Institut nutzt zum Beispiel die API, um ein Analyse-Dashboard zur Verfügung zu stellen. Und mit der API oder auch mit dem Dashboard lassen sich dann ganz interessante Meta-Analysen machen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel mal den Anteil an erfolgreichen Anfragen über die Jahre nach aufgezeichnet. Ja, und wie man jetzt von 2020 auch nichts anderes erwartet, ist es natürlich eine große Enttäuschung. Genau, solche Analysen lassen sich dann mit der API oder mit dem Dashboard relativ einfach machen. Viel interessanter ist es eigentlich aber, die Anfragen zu verwenden. Es gibt mittlerweile schon über 170.000 Anfragen auf fragdenstaat.de. Die allermeisten davon sind öffentlich. Und dabei sind ganz viele interessante Dokumente, die allerdings noch kaum benutzt wurden. Also es lohnt sich wirklich mal, bisschen durchzustöbern, was alles für Daten noch rumliegen. Ich habe zum Beispiel eine interessante Anfrage gefunden zur Warn-App Nina. Wer die nicht kennt, die Warn-App Nina, darüber ist es möglich, wenn zum Beispiel ein Großbrand entsteht, die Menschen in der Umgebung, die die App installiert haben, über die Rauchentwicklung zu informieren. Bei der Anfrage kann man jetzt zum Beispiel schon mal was Wichtiges mitnehmen. Man sollte nämlich immer nach maschinenlesbaren Daten fragen. Oft wird dem nachgegangen, allerdings gibt es keine rechtliche Verpflichtung, die Daten maschinenlesbar oder überhaupt digital bereitzustellen. Oftmals bekommt man die Daten per Post und muss sie dann irgendwie einscannen und per OCR irgendwie maschinenlesbar machen. Hier hatten wir jetzt allerdings Glück. Die Daten wurden als Excel-Tabelle zurückgeschickt. So sieht es ungefähr aus.
Und damit lassen sich schon relativ einfache Auswertungen machen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal die Warnmeldungen 2020 nach Bundesländern und Warnstufe in ein Diagramm gemacht, relativ simpel, einfach mit LibreOffice. Und da kann man jetzt zum Beispiel sehen, dass die Nutzung zwischen den Ländern ziemlich ungleich ist. Also NRW benutzt die App am allermeisten und die anderen Ländern quasi kaum. Und ich finde, das ist eine interessante Erkenntnis aus Daten, die eigentlich die ganze Zeit im Aktenschrank von einer Behörde liegen und erst jetzt wirklich eine nützliche Information rausgezogen wurde. Ein weiteres interessantes Projekt von uns ist die Demo Hauptstadt Berlin. Hintergrund ist, dass in Berlin etwa 14 Demonstrationen am Tag stattfinden. Und wir haben deshalb die Daten der Veranstaltungsdatenbank der Polizei Berlin angefragt. Und wollten die Daten aufgeschlüsselt nach Thema, nach Zeit und nach Besucherzahl. Und wir haben das jetzt visuell dargestellt auf einer Zeitleiste. Je größer hier ein Punkt ist, desto mehr Personen haben an der Demonstration teilgenommen. Und je gesättigter ein Punkt ist, desto höher ist das Verhältnis von den angemeldeten und den tatsächlich anwesenden BesucherInnen. Und was man jetzt daraus zum Beispiel herauslesen kann, ist, dass rechte Demos oft deutlich weniger BesucherInnen als angemeldet haben im Vergleich zu den meisten anderen Kategorien, zum Beispiel der Kategorie Umwelt. Das ist ein interaktives Datenprojekt auf unserer Webseite mit einer ziemlich mächtigen Visualisierung. Und das zeigt auch schon so ein bisschen das Potenzial von IFK-Anfragen und welche Informationen man aus den Anfragen rausziehen kann. Gleichzeitig zeigt es aber auch die Kosten und den Aufwand, die mit so einem Projekt verbunden sein können. IFG-Anfragen sind nämlich teilweise gebührenpflichtig, wenn durch die Anfrage ein erhöhter Behördenaufwand entsteht. In dem Fall haben wir 5 Anfragen gestellt, die insgesamt 260 € gekostet haben und mussten zudem auch noch ziemlich hartnäckig sein, um die Daten überhaupt zu bekommen. Die Berliner Polizei meinte nämlich zunächst, dass ein Datenexport gar nicht möglich ist. Nachdem wir allerdings die Struktur der Datenbank angefragt haben, konnten wir beweisen, dass es doch geht. Man muss sich also Zeit nehmen. Und dann das andere Problem mit den Kosten. Natürlich kann nicht jeder oder jede so ein Budget für ein kleines Nebenprojekt aufwenden. Deswegen gibt es einige Unterstützungsmöglichkeiten. Zum Beispiel gibt es von Wikimedia die Möglichkeit, gebührenpflichtige IFG-Anfragen zu fördern. Wenn ihr die Ergebnisse auf Wikipedia dokumentiert oder auf Commons bereitstellt, dann übernimmt Wikimedia die Kosten für eure Anfragen. Und auf Frag den Staat haben wir auch relativ neu dieses Jahr eine Crowdfunding-Möglichkeit angelegt. Damit könnt ihr auch gebührenpflichtige Anfragen finanzieren oder sogar klagen. Hi Max, cool, dass du da bist. Na? Ja, es gibt bisher irgendwie noch keine wirklichen Fragen aus dem Chat. Ich gebe den Leuten mal noch eine Minute, aber ich habe gehört, ihr macht auch direkt jetzt im Anschluss ein Meetup, oder? Ja, das ist auch zusammen mit Arne. Da werden wir wahrscheinlich so ein bisschen kleinen Jahresrückblick machen. Und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, noch ein paar Fragen zu stellen oder auch gerne von eigenen kleinen Projekten erzählen. Das klingt super. Dann würde ich sagen, dass man einer meiner Kolleginnen vielleicht den Link nochmal verteilt auf den diversen Kanälen. Und dann hoffe ich, dass da gleich noch ein paar spannende Fragen reinkommen. Das Ganze findet auch bei Big Blue Button statt. Und ich würde sagen, es sieht nicht so aus. Doch, da. Es gibt eine Frage. Ich lese sie mal direkt vor. How to deal with threats by agencies like you and you alone responsible for the consequences of publishing what we sent you via snail mail? Soll ich die Frage auch auf Englisch beantworten? Ich glaube, du kannst sie vielleicht auch auf Deutsch beantworten. Okay.
Also wenn du die Antwort auf Frag den Staat veröffentlichst, dann sind, glaube ich, wir dafür verantwortlich, weil das ja unsere Seite ist. Das heißt, insofern liegt da erstmal die Konsequenz bei uns. Wenn du das natürlich dann zum Beispiel auf einer eigenen Webseite weiterverarbeitest, dann ist es natürlich anders. Allerdings in den allermeisten Fällen dürfen die Ergebnisse von den IFG-Anfragen veröffentlicht werden. Also da gibt es selten Probleme. Es klingt so, als wäre es auf jeden Fall sinnvoll, das irgendwie in Absprache mit euch zu machen, um sicher zu gehen. Ja, cool. Dann würde ich sagen, schicke ich dich mal rüber in den Meetup-Raum und alle anderen, die folgen möchten, dürfen das gerne tun. Und noch viel Spaß heute.